Herr Demessel von der FPÖ ist nun am Wort. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher. Ja, wir sind wieder beim Thema der Ausbildungsverpflichtung. Herr Bundesminister, eine Ausbildungsverpflichtung bis zum 18. Lebensjahr ist ja an und für sich nicht schlecht. Auch die Zielsetzung, die Sie mit dieser Ausbildungsverpflichtung verfolgen und die Sie auch klar definieren, dass nach Beendigung dieser Ausbildungsverpflichtung mit dem 18. Lebensjahr jeder, der diese Ausbildungsverpflichtung durchlaufen hat, auf dem ersten Arbeitsmarkt einsetzbar sein soll. Aber Herr Bundesminister, so wie Sie diese ganze Ausbildungsverpflichtung angehen und wie Sie es anlegen, glauben Sie allen Ernstes, dass das funktioniert? Wissen Sie, Herr Bundesminister, mit dieser Ausbildungsverpflichtung wird ja im Prinzip nichts anderes gemacht als eine fehlgeleitete Bildungspolitik, einfach um 3 Jahre zu verlängern. Jetzt haben Sie ja die Situation, dass viele junge Menschen mit 15 nicht in der Lage sind, eine Lehre zu beginnen, weil sie nicht sinnerfassend lesen, nicht schreiben, nicht rechnen können. Und jetzt glauben Sie, dass Sie mit diesen Aufbauschen der sogenannten ÜLAS, mit AMS-Kursen etc. durch eine Ausbildungsverpflichtung über 3 Jahre diese ganzen Defizite in 3 Jahren abbauen können, die sich vorher über Jahre aufgebaut haben. Das können Sie doch im Ernst nicht glauben. Wissen Sie, Herr Bundesminister, die Idee wäre gut und Sie hätten uns sofort als Mitstreiter gefunden unter der Voraussetzung, dass Sie die Betriebe mit eingebunden hätten. Alle reden hier immer wieder, und nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und der Schweiz, das duale Ausbildungssystem ist das Erfolgsmodell schlechthin und wird weltweit als solches, als Werbung verkauft. Stimmt. Aber das, was Sie machen, hat mit dualer Ausbildung nichts mehr zu tun. Sie wissen doch, die Einschätzung der ÜLAS vor 3, 4 Jahren durch die Wirtschaftskammer, auch durch Teile der Arbeiterkammer, die damals ganz klar festgehalten haben, dass die ÜLAS ineffizient sind, viel zu teuer und eine immens hohe Drop-out-Quote hatten. Herr Bundesminister, jetzt habe ich nichts dagegen, dass man ÜLAS eingerichtet hat, weil es immer wieder auch bei den Lehrlingen Schichten geben wird oder Vereinzelte geben wird, die einfach nicht geeignet sind, einen Beruf auszufüllen, die auch nicht geeignet sind, eine höhere Schule zu besuchen. Das werden wir immer in dieser Gesellschaft haben und die dürfen nicht durch den Rost fallen. Aber die Anzahl der ÜLAS-Teilnehmer in den letzten Jahren ist ja dermaßen exorbitant gestiegen, dass es ja schon erschreckend ist, wenn man diese Zahl nur in den Mund nimmt. Und das wollen Sie jetzt ganze 3 Jahre verlängern. Sie wissen, dass das mit den ÜLAS nicht funktioniert, so wie Sie sich das vorgestellt haben, beziehungsweise Ihr Vorgänger sich vorgestellt hat. Sie wissen, dass die AMS-Kurse immer noch nicht so angepasst wurden, dass sie wirklich bedarfsorientiert angeboten werden. Das passiert ja nach wie vor nicht. Da werden ja Pauschalkurse angeboten, die nirgends gebraucht werden. Das hat sich in Teilbereichen vielleicht ein bisschen gebessert, aber das führt ja nicht dazu, dass die Leute dann, wenn man das Ganze 3 Jahre verlängert, bis zum 18. dann am ersten Arbeitsmarkt brauchbar sind. Und Herr Bundesminister, jetzt wissen alle und auch alle hier vertretenen Parteien im Parlament, dass seit Jahren der Fachkräftemangel massiv zurückgeht. Sie wissen, wie die österreichische Wirtschaft strukturiert ist. Über 99% der österreichischen Betriebe sind sogenannte KMU, Klein- und Mittelbetriebe, und davon über 90% sind Betriebe bis 10 Mitarbeiter. Jetzt haben bei der Lehrlingsausbildung die großen Betriebe die Probleme eigentlich nicht. Die bilden sich ihre Lehrlinge selber aus, die suchen sich aus die Lehrlinge aus. Wenn Sie heute die Lehrausbildungsstätte einer bekannten Vorarlberger Firma hernehmen, die jedes Jahr über 100 Lehrlinge ausbildet, die Weltmeisterschaften gewinnen, Europameisterschaften gewinnen, und die haben das Problem nicht. Aber jetzt nehmen Sie den Großteil der Betriebe her, nehmen Sie einen Betrieb mit 10 Mitarbeitern. Der Betrieb ist ja von sich aus interessiert, einen Lehrling aufzunehmen, damit er später, wenn eine Fachkraft in Pension geht, diese auch ersetzen kann. Und wissen Sie, wie der Ablauf dort ist? Im ersten Lehrjahr kostet der Lehrling Nerven und Zeit. Davon abgesehen kostet er auch noch Geld. Aber er kostet vor allen Dingen Zeit. Das heißt, ein Kleinbetrieb stellt einen Facharbeiter ab, um den Lehrling dementsprechend auszubilden. Und glauben Sie mir, die Betriebe sind interessiert daran, dass der Lehrling bereits im 2. und 3. Lehrjahr als, vielleicht schon als vollwertige Arbeitskraft eingesetzt werden kann, weil es ja
dieser Ausbildungsverpflichtung vergessen. Sie haben die Betriebe nicht mitgenommen und dann glauben Sie, dass das Ganze funktionieren wird. Das wird ein Rohrkrepierer, Herr Bundesminister. Und wie es die Frau Abgeordnete Belakovic schon gesagt hat, was passiert jetzt, wenn Ihre Zielsetzung, dass Sie dann am ersten Arbeitsmarkt mit 18 immer noch nicht brauchbar sind, was passiert dann weiter? Wird es dann verlängert bis 21? Wie lange wollen Sie das durchziehen? Und das alles mit unheimlichen Kosten verbunden. Und ich sage Ihnen, wenn Sie wieder Anreize für Firmen schaffen, dann haben wir wieder mehr Firmen, die bereit sind, auch Lehrlinge auszubilden. Wir haben einen Rückgang der betrieblichen Lehrstellen in den letzten 6 Jahren von über 13.000 pro Jahr. Wir haben einen Rückgang der Lehrausbildungsbetriebe, also Firmen, die überhaupt bereit sind, einen Lehrling aufzunehmen, von seinerzeit über 40.000 auf unter 30.000. Ja, Herr Bundesminister, da müssen doch Alarmglocken klingen. Und ich verstehe Sie einfach nicht, warum Sie nicht hergehen und in ein so wichtiges Thema wie zum Beispiel der Fachkräftemangel, die Behebung, die Lehrlingsausbildung, die duale Lehrlingsausbildung, warum Sie dort nicht in der Lage waren, die Betriebe dementsprechend einzubinden. Herr Bundesminister, das hätte ich mir von Ihnen erwartet. So wie Sie es jetzt vorlegen, werden Sie feststellen müssen in 1, 2, 3 Jahren, dass es nicht funktioniert hat. Die Ausbildungspflicht wird ein Rohrkrepierer und so nicht funktionieren, so Bernhard Temesl von der FPÖ am Pult steht.